Heute erleben wir die Vergänglichkeit sehr stark. Kurs ist beinahe vorbei und unser Geist wird sich wieder in den Alltag begeben und dort all das wieder erleben, was er immer erlebt. Es wird interessant sein, ob er es anders erlebt. Der Alltag hat sich nicht geändert. Man kann mal schauen, ob sich der Geist geändert hat. Im Allgemeinen hat er sich geändert. Es hält aber nicht an. Er hat sich geändert, so im Allgemeinen auf eine Woche. Und dann, wenn man nicht sehr aufpasst, merkt man es gar nicht mehr. Alles ist so, wie es immer war. Dass es von außen so ist, wie es immer war, ist klar. Aber was ist innen? Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht wieder in die alten Muster verfällt, wo all das, was in der Welt vorgeht, nicht nur selbstverständlich ist, sondern sogar teilweise wünschenswert. Aufpassen. Ganz deutlich sehen. Wir haben 8 Helfer, Freunde in uns. Und die müssen wir, alle 8, in Bewegung setzen, damit sie uns wirklich unterstützen können. Und wir müssen sie fast die ganze Zeit, alle 8, in Bewegung setzen. So viel Unterstützung brauchen wir. Wenn wir das nicht tun, sieht alles genauso aus wie immer. Wenn uns das gefällt, na dann ist ja in Ordnung. Den meisten Menschen gefällt es nicht. Der erste Helfer, ganz wichtige Helfer, ist die Achtsamkeit, das Aufpassen. Auf sich selber aufpassen. Das ist nicht mühevoll, sondern das ist im Allgemeinen ein Gefühl der Befreiung. Die Achtsamkeit, vor allen Dingen natürlich auf Gedanken und Emotionsinhalte. Wenn so etwas nicht momentan vorhanden ist, auf dem Körper. Achtsamkeit ist sozusagen der Schlüssel zu einem neuen Lebensqualität. Wenn man die alte Lebensqualität zufrieden ist, dann soll man es bleiben lassen. Wenn man nicht ganz zufrieden ist, dann gibt es nichts anderes als Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, die uns es ermöglicht, das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Wenn wir das Ersetzen nicht als Unterstützung haben, dann ist es unmöglich, diesen Pfad überhaupt zu verfolgen. Ob etwas heilsam oder unheilsam ist, dürfte wohl jedem klar sein. Man kann natürlich auch Rechtfertigung benutzen. Solange man weiß, dass man Rechtfertigung benutzt. Jeder kommt in die Verlegenheit, Rechtfertigung zu benutzen. Aber die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass sie es tun. Es ging nicht anders. Oder ich sehe das ganz anders. Oder wozu soll denn das nötig sein? Oder ich bin ja so überfordert. Oder keiner hilft mehr. Alles Rechtfertigung. Sie mögen sogar stimmen.
Aber sie sind absolut keine Entschuldigung. Sie sind nichts anderes wie Rechtfertigung. Wenn wir sie benutzen, und es ist anzunehmen, dass jeder sie hin und wieder benutzt, wissen, dass wir sie benutzen. Das ist das, was uns die Achtsamkeit beschert. Das Ersetzen ist nicht nur, dass wir Hass mit Liebe ersetzen sollen und Gier mit Gebefreudigkeit. Wir sollten zum Beispiel auch unsere geistige Trägheit mit Energie ersetzen, mit Willenskraft. Immer wieder. Gibt gar nichts Wichtigeres, als die Willenskraft in uns hochzubringen. Die Willenskraft für was? Fürs Gute. Das ist alles, was nötig ist. Immer wieder. Natürlich muss der Geist überlegen. Und diese Überlegungen, die Kontemplationen sind ganz wichtig. Es ist nicht immer einfach. Man könnte sagen, es ist immer schwierig. Wäre vielleicht richtiger. Hass mit Liebe zu ersetzen. Wenn sich jemand einredet, dass das nicht schwierig ist, dass er das ohne weiteres kann, dann würde ich dazu sagen, Fantasie. Aber man muss wenigstens versuchen. Und das kann jeder. Und wenn man dann merkt, dass das nicht so einfach geht, dass man jemanden, den man gerade sehr ablehnt, sich überärgert, dann zu lieben, so gibt es die Möglichkeit eines Zwischenschrittes, und die möchte ich gerne jetzt noch erwähnen, als Hilfsmittel. Denn all das, was ich jetzt erwähne, sollen die Hilfsmittel für das tägliche Leben sein. Dieser Zwischenschritt ist folgendermaßen, dass wenn wir spüren, dass die Negativität oder auch die Begierde in uns sich breit gemacht hat und wir nicht in der Lage sind, den Hass mit Liebe zu ersetzen und nicht in der Lage sind, die Begierde entweder loszulassen oder mit Geben zu ersetzen, dann den Geist auf etwas ganz anderes richten. Die ganze Geschichte loslassen und sich an irgendetwas Schönes erinnern. Eine schöne Blumenwiese, ein plätschernden Bach, schneebedeckte Berge, ein schönes Musikstück, ein süßes Kind, was immer einem hilft, sodass der Geist sich beruhigen kann. Es ist nichts anderes wie eine Krücke. Aber schließlich brauchen wir jegliche Krücken, die wir finden können, um eines Tages sie alle wegzuwerfen. Das heißt also, wir benutzen diesen Zwischenschritt, dass der Geist sich beruhigt. Er geht weg von dieser hasserfüllten Denkweise, er geht weg von dieser begierdeerfüllten Denkweise und kümmert sich um etwas, was ihm angenehme Gefühle verschafft. Und dann gehen wir zurück und versuchen noch einmal, das, was negativ war, mit positiv zu ersetzen. Leider sind die meisten Menschen, auch die, die meditieren, sich nicht klar genug, was in sich in ihnen abspielt. Es wird derartig viel Ideen verwendet. Wie ich gestern schon sagte, ich liebe die ganze Menschheit und streite mich mit meinem Partner. Ne? Das ist ein typisches Beispiel dafür. Ich möchte warnen, in so etwas zu verfallen. Viel besser, sich zu erkennen und mal nicht ersetzen zu können, als sich überhaupt nicht zu erkennen.
Achtsamkeit, auf sich aufpassen, die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das sind nicht nur Worte, das sind Erlebnisse. Wenn die Achtsamkeit kein Erlebnis ist, haben wir sie nicht praktiziert. Sie ist das Erlebnis des totalen Daseins im Hier und Jetzt, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, der Läuterungsprozess, der dadurch entsteht, und das klare Wissen um das, was in uns vorgeht. Der dritte Helfer ist die Wissensklarheit, von dem ich gesprochen habe und den ich erklärt habe. Es ist äußerst empfehlenswert, sich diesen Helfer immer zur Seite zu holen. Wir haben sie alle. Wieso benutzen wir sie nicht? Sie sind alle vorhanden in jedem Menschen, der denken kann. So sollte man sie ständig benutzen. Wissensklarheit. Wozu? Was ist der Zweck meiner Gedanken, meiner Worte, meiner Taten? Will ich mich selbst profilieren? Will ich mich anders zeigen, als ich wirklich bin, damit ich Anerkennung bekomme? Will ich irgendetwas erreichen? Oder was will ich überhaupt mit dem, was ich denke, sage oder tue? Und nachdem wir das ausfindig gemacht haben und gesehen haben, der Zweck, das heißt das Motiv, die Absicht, ist eine gute, dann habe ich die besten Mittel im Sinn, um diesen Zweck auszuüben. Oder gibt es bessere Mittel? Das ist vor allen Dingen gerade beim Sprechen ein sehr wichtiger Punkt. Denn man kann das Gleiche in verschiedener Art ausdrücken. Und auf der einen Weise kann es hilfreich sein und auf der anderen Weise kann es Ablehnung hervorrufen. Was sind die besten Mittel? Natürlich auch bei den Taten. Wie kann ich es tun? Wenn ich wirklich gute Absichten habe, wie kann ich diese guten Absichten verwirklichen? Ohne dass da irgendwelche Hindernisse in den Weg kommen. Habe ich beides untersucht, dann ist die dritte Frage, ist sowohl der Zweck als auch die Mittel im Dhamma? Das heißt, würde der Buddha es tun? Sehr interessant. Ohne Rechtfertigung. Nicht, wenn der so viel zu tun hätte wie ich, dann würde er es sicher tun. Oder wenn der so viele unangenehme Leute kennen würde wie ich, dann würde es bestimmt passieren. Würde er es tun? Ganz einfach. Und dann, wenn zu allen drei Ja gesagt wurde, damit weitermachen und am Ende sehen, habe ich den Zweck erfüllt, den ich im Sinn hatte? Und wenn nicht, warum nicht? Und im Allgemeinen liegt es natürlich daran, dass obwohl wir Ja gesagt haben zu dem Zweck, zu dem Mittel und zu der Reinheit, irgendwo es dennoch nicht so war. Weder war der Zweck rein, noch war das Mittel das Beste, noch war es innerhalb des Dhammas. Und das dann zu erkennen, ist ein sehr wichtiger Schritt. Da ist nichts mit Tadeln, dass man sich nun tadeln muss, weil man den Zweck nicht erfüllen konnte. Sondern erkennen, wieso ist das so gelaufen? Die Zusammenhänge erkennen. Ein intelligenter Geist kann Zusammenhänge erkennen. Das ist ein Zeichen von Intelligenz.
und die Zusammenhänge erkennt. Und gerade hier ist das sehr wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen, weil sie es einem ermöglichen, nächstes Mal, wenn man wieder die Wissensklarheit benutzt, noch klarer zu sein. Achtsamkeit ersetzen und Wissensklarheit. Ohne die geht es überhaupt nicht. Wenn man die benutzt, jedes Mal, wenn man sich erinnert, hat man Zugang zu sich selbst. Und Zugang zu sich selbst bedeutet, dass wir das Dhamma in uns erleben und verwirklichen. Denn Dhamma ist Naturgesetz, Wahrheit. Nur wenn wir Zugang haben, können wir es erleben und verwirklichen. Und das ist der Sinn der Lehre, es zu erleben und zu verwirklichen. Natürlich gibt es noch andere Hilfsmittel, die auch von außen auf uns zukommen. Zum Beispiel, als erstes wollen wir mal an noble Freunde und noble Unterhaltung denken. Der Buddha hat diese beiden als das gemeinsame Abwehrmittel für unsere Hindernisse genannt. Unsere fünf Hindernisse haben alle eigene Abwehrmittel, eigene Arzneien. Aber die allgemeine und gemeinsame Arznei für alle fünf sind die noblen Freunde und die noblen Unterhaltungen. Wir sprachen gestern Abend schon einmal davon. Und um die Unterhaltungen noch etwas zu klären, das ist sozusagen die Nahrung für den Geist. Wir sind bestimmt alle daran interessiert, ganz richtigerweise, was für Nahrung wir unserem Körper zuführen. Wer würde schon giftiges oder schmutziges Essen zu sich nehmen? Keiner, der auch nur denken kann. Passen wir auf unsere Unterhaltung in der gleichen Weise auf? Sind wir gewillt, Unterhaltung, die nicht von einer noblen Idee durchzogen sind, abzubrechen? Oder, wenn wir fähig sind, sie auf ein anderes Gleis zu bringen? Oder machen wir immer schön brav mit? Ohne überhaupt nach einiger Zeit zu merken, dass wir mitmachen. Auch da braucht man natürlich Achtsamkeit. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass unsere Unterhaltungen Nahrung für den Geist sind, und genauso sind es die Medien, Nahrung für den Geist, wie wollen wir ihn ernähren? Wollen wir ihm Gesundheitsnahrung zukommen lassen, so wie man das so schön im Reformhaus kaufen kann für den Körper? Oder wollen wir weiter alles in uns hineinpacken, was im Umlauf ist? Glauben wir wirklich, dass das Richtige ist? Wieso können wir nicht etwas wählerisch werden? Wer ist schon alles, was im Umlauf ist? Kein Mensch. Man ist wählerisch. Man sucht sich's aus. Und keiner, der irgendeine Vernunft hat, obwohl es ihm vielleicht noch so gut schmeckt, isst nur Schokolade und Eiscreme. So unvernünftig ist doch kein Mensch. Kleinkinder möchten gerne, aber das haben wir doch wohl hinter uns gebracht. Etwas mehr wählerisch sein, was wir in uns hineintun an geistiger Nahrung. Die Medien, die Unterhaltung, die Bücher. Unterhaltungen sind beim Buddha sehr groß geschrieben. Medien gab es zu der Zeit nicht. Aber die Medien sind ja auch Unterhaltung. Also wir tun jetzt mal alles unter die Rubrik Unterhaltung.
Und dann haben wir natürlich noch den Geist, der sich mit sich selbst unterhält. Das haben wir ja hier sehr gut ausprobieren können. Dem können wir ja auch mal mitteilen, dass wir gerne Gesundheitsnahrung hätten. Und vielleicht macht er mit. Er macht nicht immer mit, das ist klar. Aber das ist ja das Ersetzen, dass er mit der Gesundheitsnahrung mitmacht. Also wenn wir Menschen kennen, die auch praktizieren und üben und die Lehre des Buddhas lieben und verstehen, wenn wir uns mit denen über Dinge unterhalten, die uns auf unserem Weg helfen, dann haben wir noble Freunde und noble Unterhaltung. Wir brauchen deswegen nicht philosophisch oder psychologisch geschult zu sein. Wir brauchen nur uns selbst zu erkennen und wahrheitsgetreu uns mit diesem noblen Freund darüber unterhalten, was wir schon getan oder nicht getan haben, um den inneren Menschen zu läutern. Die Wahrheit ist dabei die wichtigste Freundschaftsbeweis. Wahrhaftig sein ist eine der großen Tugenden und unumgänglich nötig zur Selbsterkenntnis. Wirklich wahrhaftig sein, ohne Rechtfertigung. So ist es. Man muss sich nicht tadeln, man muss sich nur erkennen. Und wenn man sich innerlich erkannt hat, dann kann man was machen. Nun ist es so mit den noblen Freunden, wir alle haben Freunde und Freundeskreis, Bekannte. Das soll nun nicht heißen, dass wenn wir jetzt vom Kurs nach Hause kommen, wir bei den verschiedenen Freunden anrufen und sagen, weißt du, das geht nicht mehr so weiter, du bist mir nicht nobel genug. So soll das auf keinen Fall gemeint sein. Im Gegenteil, wir können lernen, der noble Freund zu sein. Und je mehr uns das gelingt, ohne Missionararbeit bitte, desto mehr ist es auch möglich, dass die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, einen gewissen Geschmack daran finden. Es bedeutet nicht, dass man ihnen nun erzählt, du musst unbedingt einen Kurs machen. Oder wenn du nicht meditierst, da ist überhaupt nichts zu machen. Und das hat keinen Sinn. Das Beste ist das Beispiel. Wenn jemand ein Beispiel an jemanden sieht, dann geht der Geist sofort darauf hin und sagt, der ist aber anders. Was hat denn der gemacht? Muss man fragen. Das ist dann der Auftakt einer noblen Unterhaltung. Wenn man den Unterschied an einem Menschen überhaupt nicht merkt, dann hat er wohl nicht sehr viel gemacht. Das Beispiel ist das Wichtigste. Natürlich auch sich darüber unterhalten, was von Priorität ist und nicht nur, was im Alltag geschieht. Aber man kann sich über die alltäglichen Dinge auch sehr gut unterhalten. Nur mit einer anderen Sichtweise. Weil eine andere Sichtweise den alltäglichen Dingen gegenüberbringt, so ist schon der spirituelle Pfad mit einbezogen. Die alltäglichen Dinge sind dann nicht mehr so erschöpfend, überfordernd, unangenehm. Sie sind nicht mehr das, was unbedingt funktionieren muss, sondern sie sind einfach. Und das ist auch eine Möglichkeit, im Alltag mit dem spirituellen Leben nicht auseinanderzufallen. Das Gleiche gilt, dieses Nicht-Auseinanderfallen
dass der Alltag und das spirituelle Leben total separat sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Möglichkeiten, wenn wir mit Menschen zusammen sind, immer wieder zu checken, kann ich sie lieben? Habe ich überhaupt ein Gefühl für die Leute? Oder bin ich froh, wenn sie wieder weg sind? Oder rede ich nur so lange mit ihnen, wie ich glaube, dass für mich ein Vorteil darin liegt? Irgendein Vorteil. Im Allgemeinen materieller, aber auch spiritueller. Will ich nur mit ihnen so lange zu tun haben, wie ich Vorteil von ihnen habe? Das ist auch eine wichtige Untersuchung. Sodass wir die Konfrontation mit anderen Menschen, die wir ja im Alltag haben, als einen ganz wichtigen spirituellen Wachstum benutzen. Und das Gleiche unsere Unterhaltung. Und in diesen Unterhaltungen ziehen wir alles mit ein, was auf unseren Geist zustürmt. Wir können das ganz deutlich daran erkennen, dass wenn man einige Tage oder Wochen in einen Retreat sich zurückzieht, der Geist sich nicht mehr um die Dinge kümmert, mit denen er sonst beschäftigt ist. Er kümmert sich zwar um Dinge, aber nicht um das, mit dem er sonst beschäftigt ist. Er hat eine neue Ebene gefunden. Und so sieht das aus mit der Nahrung für den Geist. Eine andere Ebene finden. Dann gibt es natürlich die Kassetten. Da möchte ich auch etwas dazu sagen. Es ist unmöglich, sich alles zu merken, was man gehört hat. Daher sind die Kassetten sehr hilfreich. Aber wenn man dieselben Kassetten immer wieder hört, dann redet man sich am Ende ein, dass man es schon gemacht hat. Vorsicht. Es ist gut, sich zu merken, was da gesagt wird. Aber immer wieder checken. Abstellen die Kassette und checken. Habe ich das wirklich gemacht? Und wenn der Geist sagt, nein, nicht wieder anstellen, bis ich es gemacht habe. Wenn zum Beispiel da gesagt wird, ersetzen, na, habe ich es denn gemacht? Wann habe ich ersetzt? Was habe ich ersetzt? Womit habe ich ersetzt? Bei welcher Gelegenheit habe ich ersetzt? Und dann, wenn der Geist sagt, jawohl, gestern Abend war ich ärgerlich und habe das ersetzt, mit Gleichmut, weiterhören. Und wenn der Geist sagt, ich weiß gar nicht, wovon die Rede ist, nicht wieder anstellen. Diese Mechanik ist äußerst gefährlich. Und ich erwähne sie, weil ich sie erlebt habe. Bei Schülern. Nicht bei vielen, aber einigen. Dasselbe passiert bei Büchern. Genau das Gleiche. Da haben wir schon sogar eine Gewohnheit. Man liest ein Buch, wir haben ja alle schon hunderte von Büchern gelesen. Man liest ein Buch, findet es interessant, versteht, was drin steht, kommt zur letzten Seite, schlägt zu und tut es ins Bücherregal. Erledigt. Man erinnert sich knapp an den Titel. Fast nie an den Autor. Und was drin gestanden hat? Es ist möglich, dass man sich einen Satz merkt. Das ist mir schon öfter vorgekommen, dass Menschen einen Satz zitieren, der wichtig war. Aber mit Büchern über die Lehre wäre das eine Zeitverschwendung. Macht man genauso wie mit den Kassetten. Man liest ein Kapitel, höchstens. Dann, weil ja unsere Gedächtnisse so schlecht sind, macht man Telegrammstilnotizen auf ein Blatt Papier. Dann schaut man sich diese Telegrammstilnotizen an, die sich darum handeln, um das, wovon dieses Kapitel effektiv gehandelt hat. Versucht sie sich zu merken, aufzusagen, diese Telegrammstilnotizen, und dann zu üben.
Und erst wenn man fertig ist mit dem sich erinnern, was da drin stand in dem Kapitel, wirklich es in sich verarbeitet hat und weiß, dass man bei jeder Gelegenheit es versucht zu üben, nächste Kapitel. Natürlich dauert es eine Weile, bis man mit so einem Buch fertig wird, aber was ist die Eile? Wir haben ja gar keine Eile. Es handelt sich ja einzig und allein darum, den spirituellen Pfad in uns zu öffnen und weiterzugehen. Wenn wir so ein Buch auch des Buddhas Lehrreden zum Beispiel lesen und dann sagen, aha, fertig, ins Bücherregal, dann haben wir niemandem geholfen. Aber vielleicht dem Verleger, der war froh, das Buch zu verkaufen, aber das auch alles. Sonst ist überhaupt keine Hilfe da. Es muss geübt werden. Und der Geist muss in der Lage sein zu sagen, das, genau das habe ich heute Morgen gemacht und genau das hat heute Morgen funktioniert. Und wenn der Geist überhaupt nicht weiß, ob er es je gemacht hat, dann hat er es ganz sicher nicht gemacht. Die Worte sind die Finger, die zum Mond zeigen, sie sind nicht der Mond selbst. Wir brauchen Wegweiser, wir brauchen Methoden. Wir haben sie. Aber nichts geht darüber, es selbst zu machen. Und dann, wenn wir es wirklich gemacht haben, dann kommt diese Dhamma-Wahrheit aus unserem Herzen. Und wir brauchen sie nicht zu betonen, wir brauchen sie nicht extra zu verdeutlichen, wir haben den Herzenszugang zu den Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Je mehr wir das in uns verwirklicht haben, desto mehr ist der Zugang möglich. Dann sollten wir natürlich, ist ja wohl keine Frage, meditieren. Und da sagen wir im Allgemeinen, eine Stunde morgens, eine Stunde abends. Dem steht nicht im Wege, 3 Stunden mittags auch noch zu meditieren. Aber die meisten Menschen haben ja irgendeinen Beruf und Verantwortung und können das nicht so einrichten. Wenn man ein blutiger Anfänger ist, das heißt, es ist der allererste Kurs, so fängt man mit 30 Minuten an und versucht, alle 2 Wochen 5 Minuten dazu zu addieren, bis man auf 1 Stunde gekommen ist. Bedeutend hilfreicher, als mit 1 Stunde anzufangen und alle 2 Wochen 5 Minuten wegzunehmen. Am Ende bleibt nicht viel übrig. Wird aber sehr oft so gemacht. Denn wenn man nach Hause kommt aus dem Kurs, hat man so eine gewisse Euphorie. Meditation, na selbstverständlich. Jeden Tag, Rest meines Lebens, morgens und abends. Überhaupt kein Problem. Und was passiert nach 2 Wochen? Nicht nur, dass es überhaupt kein Problem ist, es ist ein Riesenproblem. Und von wegen Rest meines Lebens, da kann überhaupt nicht die Rede sein. Und das ist auch gar keine Art, die uns hilft, Rest meines Lebens. Das ist im Allgemeinen viel zu lange. Wenn wir uns frühmorgens hingesetzt haben zu meditieren, uns vornehmen, uns abends wieder hinzusetzen. Und abends uns vornehmen, nächsten Morgen wieder. Das ist realistischer und nachvollziehbarer. Der Rest meines Lebens ist Utopie, weil der Rest meines Lebens könnte ich ja übermorgen anfangen. Und dann nochmal übermorgen, und dann nochmal übermorgen, und dann was wird aus der Meditation gar nichts, ne? Die ist dann immer übermorgen. Aber jetzt, sich da wirklich hinsetzen. Und dann, für diejenigen, die schon lange meditieren, ist 1 Stunde angebracht. Und für diejenigen, die erst einige Zeit machen, eine Dreiviertelstunde, und dann erhöhen bis auf 1 Stunde, wenn es möglich ist.
Dazu ist auch sehr hilfreich, so einen kleinen Timer zu haben, den man sich einstellt. Denn wenn man sonst sich hinsetzt und sagt, also heute Dreiviertelstunde, dann sitzt man da und meditiert und meditiert, meditiert. Und dann sagt der Geist, Jesus, das ist doch schon längst eine Stunde. Und dann geht man in die Küche und dann waren es 10 Minuten. Und dann setzt man sich natürlich nicht wieder hin. Daher ist es sehr günstig, so einen Timer zu haben. Auch hier haben wir gesessen, bis die Glocke gegangen ist. Jede Sekunde der Konzentration ist eine Sekunde der Läuterung. Jede Sekunde der Konzentration macht gutes Karma. Jedes Mal, wenn wir uns dem Meditationsobjekt hinwenden, haben wir die Lässigkeit und Trägheit des Geistes bearbeitet. Es muss nicht irgendwelche Riesenereignisse bei der Meditation geben. Es ist ein Weg nach innen, der allerdings Ruhe und Frieden uns bietet, aber auch das nicht immer natürlich. Also schön sitzen bleiben, bis der Timer geht. Und wenn der Geist sagt, na geht denn das Ding nicht endlich schon? Dann das auch erkennen und etikettieren. Unruhe, Ungeduld. Wieso habe ich es denn so eilig? Und dann sagt der Geist, aber entsetzlich viel zu tun. Und dann mal schauen, was habe ich denn eigentlich alles zu tun? Man stelle sich dann sofort vor, den eigenen Tod. Da sieht alles ganz anders aus. Total anders. Was ist denn so wichtig? Um was geht's denn eigentlich? Im Moment, wo man der Gedanken des merkt, ich Ungeduld, Unruhe, so viel zu tun, sich einen Tod vorstellen. Und das ist etwas, was der Buddha als die 5 täglichen Betrachtungen bezeichnet hat, was mit in die Meditationspraxis hineingenommen werden soll, dass wir uns tagtäglich mit unserem Karma beschäftigen, das heißt mit der Entschlusskraft, gutes Karma zu machen und auch mit dem Erkennen des guten Karmas und der Verantwortung, die wir übernehmen, Selbstverantwortung, die wir übernehmen, dass wir uns tagtäglich an unseren Tod erinnern, bis das so selbstverständlich ist, dass wir nicht mehr sehr lange hier sind, denn selbst 50 Jahre ist nicht sehr lange, dass es uns leicht fällt, uns so zu benehmen, als wäre der Tod schon bald bei uns. Wir sollen uns an die Dinge erinnern, die wir hier in der Kontemplation gemacht haben. Wir brauchen nicht jeden Tag alle diese Dinge zu kontemplieren, aber eins davon, Vergänglichkeit, Dukkha, Karma, Tod, Liebesfähigkeit, alle Möglichkeiten, alles, wenn man es sich nicht erinnern kann, kann man auf der Kassette nachhören, kann sich unmöglich an all das erinnern, was man da hört. Und dann die eigene Kontemplation mit den eigenen Gedanken durchführen. Das heißt also, man kann seine Meditationszeit zu Hause auch in Teile teilen. Man kann zum Beispiel, wenn man eine Stunde sitzt, erst einmal eine 10 Minuten liebende Güte-Meditation machen, dann vielleicht eine halbe Stunde Ruhe-Meditation und den Rest der Zeit eine Kontemplation. Es ist aber auch möglich, und viele tun das, dass sie die Kontemplation während des Tages machen und nicht in einer formellen Sitzung, sondern die Ruhemeditation dafür verwenden. Jeder kann sich das einteilen, wie er will und wie es am besten für ihn ist. Hauptsache, man macht was. Das ist das Wichtigste dabei. Wenn man jemanden bei sich im Haus hat, mit dem man zusammen meditieren kann, ist das sehr hilfreich. Die Gruppenenergie unterstützt. Hat man niemanden im Haus, mit dem man zusammen meditieren kann, muss man es alleine machen, dann ist es sehr wichtig, einmal in der Woche mit einer Gruppe zusammenzustoßen.
Denn diese Unterstützung der gleichgesinnten Menschen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit denen, die auch diesen Weg gehen, ist äußerst hilfreich. Wir haben ja gehört, dass sowohl in Berlin wie auch in Düsseldorf die Idee ist, ein Stadtzentrum zu eröffnen, was ich sehr befürworte, sodass auch dort Menschen zusammenkommen können und der Lehre teilhaben können, in der Art, wie ich sie hier gelehrt habe. Aber bis das alles funktioniert und auch in den vielen anderen Orten Deutschlands, sind in unserem Mitteilungsblatt Namen und Adressen und Telefonnummern von Menschen, die Meditationsgruppen haben. Eine Gruppe können zwei Menschen sein. Manchmal fängt es auch mit zwei an, sehr häufig sogar. Und dann kommen mehr dazu. Sollte man in diesem Mitteilungsblatt niemanden finden, der in der eigenen Heimatstadt ist oder nah genug, um dorthin zu fahren, so kann man selbst eine Gruppe aufmachen. Man muss sich nur dazu hergeben. Es ist eine Riesenhilfe, um bei der Meditation dabei zu bleiben. Zumindestens, wenn die anderen Leute dann Montagabend erscheinen, sich auf ihr Kissen setzen und erwarten, dass es nun losgeht. Da muss man ja wohl. Auch wenn man die ganze Woche gar nichts gemacht hat. Einmal ist noch besser als keinmal. Aber wie ich schon gesagt habe, wir essen dreimal einen Tag. Wir sollten mindestens zweimal einen Tag meditieren. Zum Essen haben wir auch Zeit. Da denken wir auch nicht, ach, ist das nur schon endlich fertig und ich habe ja so viel zu tun. Und wenn wir das denken, bekommt es uns überhaupt nicht. Wir haben also innere und äußere Hilfsmittel und sollten sie alle benutzen. Wir haben die Achtsamkeit und die Wissensklarheit. Wir haben das Ersetzen. Das Ersetzen, worum es geht, da sind die Gedanken und die Gefühle, sodass wir den Menschen gegenübertreten als ein Übungsprojekt. Wir haben die Möglichkeit der Kassetten und der Bücher. Wir haben die Möglichkeit der Meditation bei uns selbst und der Meditation in den Gruppen. Innere und äußere Hilfsmittel. Wir haben noch ein Hilfsmittel, worauf ich jetzt eingehen möchte und was wir dann auch uns zu eigen machen können. Wir haben das Hilfsmittel der Zufluchtnahme und des Annehmen der 5 Tugendregeln. Erst einmal die Zufluchtnahme. Es ist nicht möglich, auf der weltlichen Ebene eine total sichere Zuflucht zu finden. Alles ist vergänglich und alles, was wir finden können, ist auch selbstbezogen. Die Zuflucht, die wir nehmen können, ist in Buddha Dhamma Sangha, wobei das Wort Buddha das Erleuchtungsprinzip bedeutet. Es ist das Erleuchtungsprinzip, das wir alle in uns tragen. Das Erleuchtungsprinzip, das wir mit jedem Namen nennen können. Es ist die Gottheit, das Fünkelein, wie immer. Ganz egal, alles Worte, man muss mal erleben. Dieses Erleuchtungsprinzip, das wir in uns tragen, dem können wir uns
als Zuflucht hingeben. Das heißt, Vertrauen, dass wir es haben. Vertrauen, dass wir es erleben können. Die Hingabe zum Höchsten und der Entschluss, es als Priorität zu sehen. Das bedeutet nicht, dass man seine Arbeitsstelle aufgeben muss. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es sind innere Einstellungen, wo sich der Geist und das Herz anders einstellen als bisher. Wenn man sich die Geschäftswelt anguckt, so sieht man, wie die eingestellt sind. Ist das zufriedenstellend? Wir können uns ganz anders einstellen. Wenn wir Zuflucht nehmen zu dem höchsten Ideal, dann tragen wir das in uns als ein Herzensinhalt und können uns dort immer wieder Kraft finden und schöpfen, immer wieder uns dorthin begeben, um uns daran zu erinnern, dass das etwas ist, worauf wir uns verlassen können. Dieses höchste Ideal in sich zu tragen, bedeutet auch, dass es uns viel schwerer fällt, das Unheilsame zu denken, zu sagen und zu tun. Wenn wir das in uns tragen, dieses Ideal, dann ist das eine starke Leuchtkraft. Und das Unheilsame hat das nicht so einfach, sich zu behaupten. Das Unheilsame ist überall zu finden, aber es kann sich nicht so leicht behaupten. Die zweite Zuflucht, die wir nehmen, ist die Zuflucht ins Dhamma. Dhamma, die Lehre des Buddhas, die Wahrheit, das Naturgesetz und vor allen Dingen in diesem Fall die absolute Wahrheit, durch die Lehre des Buddhas verbreitet. Wenn wir darin Zuflucht nehmen wollen, so bedeutet das, dass wir uns diesem Dhamma, dieser Lehre und dieser absoluten Wahrheit immer mehr nähern wollen. Sie in uns so verankern wollen, dass wir eines Tages selbst das Dhamma sind. Das sind alles Entschlüsse, die wir machen. Es ist, bedeutet nicht, dass wir das nun von einer Sekunde zur anderen können, aber dieser Entschluss ist sozusagen eine Erklärung für sich selber, was mir am wichtigsten ist. Ist mir am wichtigsten Reinheit, Läuterung, spirituelles Wachstum, absolute Wahrheit oder Geld verdienen, jemanden darstellen, Beziehungen aufrechterhalten, was mir am wichtigsten. Man muss mir nicht glauben, dass wenn man Zuflucht nimmt, man diese anderen Dinge nicht mehr machen kann. Aber was steht an erster Stelle? Und das, was an erster Stelle steht, bedeutet einen Schutz vor allem Unheilsamen. Und dieser Schutz macht es uns dann auch möglich, dass wir diese weltlichen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, in einer Art und Weise machen können, wo nichts Unheilsames geschieht. Zuerst den Schutz der Zuflucht. Aber man muss sich daran erinnern und man muss wissen, was man da eigentlich tut. In den buddhistischen Ländern wird diese Zuflucht und die Tugendregeln bei jeder besten Gelegenheit wiederholt. Manchmal wiederholen Menschen sie täglich. Auf Pali. Und wenn sie gar kein Pali können,
habe ich mir schon oft überlegt, wissen überhaupt, was sie sagen. Was aber bei ihnen ganz klar wird, auch wenn sie gar nicht wissen, was sie sagen, ist, dass sie Vertrauen und Hingabe haben. Und das ist etwas, was wir im Westen nicht sehr viel haben. Die Hingabe zum höchsten Ideal, das Vertrauen, dass etwas gibt, was viel höher ist als wir selbst. Dass wir das Vertrauen haben, dass es erlebbar ist, aber nur, wenn das Selbst ausgeschieden ist. Diese Vertrauen und Hingabe, dazu braucht man die Worte noch nicht mal zu verstehen. Das sind Gefühle. Und es ist ein Gefühl der Liebe natürlich. Und auch das gehört dazu. Denn eine wirkliche Zuflucht, da wo wir Schutz haben, müssen wir auch lieben, sonst gehen wir ja nicht hin. Wir haben also die Möglichkeit, uns in diesen Schutz zu begeben, weil wir verstehen, um was es geht und weil wir es lieben. Das Dritte, wo wir Zuflucht nehmen, ist die Sangha. In diesem Fall bedeutet Sangha einzig und allein die Menschen, die die Erleuchtung gefunden haben, indem sie den Buddhas Worten gefolgt sind und sie weiter verbreitet haben. Das Wort Sangha wird in verschiedenen Arten benutzt. Es wird benutzt für all die, die ordiniert sind. Da ist es auch das richtige Wort. Es wird im Westen dafür benutzt, für all die, die sich mit gekreuzten Beinen auf den Kissen setzen. Das ist allerdings in Asien nicht der Fall. Sangha ist in Asien immer diejenigen, die ordiniert sind. Aber hier, bei der Zufluchtnahme, ist es weder noch. Es sind die Erleuchteten, die die Lehre für uns weitergeführt haben, sodass wir heute noch die Möglichkeit haben, uns dieser Lehre zu nähern, sie in uns aufzunehmen und zu benutzen. Das heißt also, diese Zuflucht zu denen ist ein Gefühl der großen Dankbarkeit, was auch mit Liebe zu tun hat. Die Dankbarkeit, die wir empfinden für das, was wir bekommen haben, kann sich dann darin zeigen, dass wir zum Beispiel für uns selber den Entschluss fassen, diesen drei Juwelen, und so werden sie genannt, Buddha, Dhamma, Sangha, die drei Juwelen, immer näher zu kommen. Selbstverständlich macht man das nur freiwillig. Das ist niemals, dass jemand das machen muss oder soll, sondern nur, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas, dem ich mich wirklich nähern will und was mir ein Gefühl der Sicherheit gibt. Denn was kann uns sonst ein Gefühl der Sicherheit geben? Wo finden wir das? Wo ist ein Gefühl der Sicherheit zu finden? Wenn wir uns an einen anderen Menschen anklammern, der uns Sicherheit geben soll, der ist genauso vergänglich wie wir selber und hat genauso viele Schwierigkeiten wie wir selber. Das ist nur eine Sache. Die fünf Tugendregeln sind ein Trainingsprogramm. Sie sind nicht, du darfst nicht, du musst nicht, du kannst nicht, du sollst nicht, sondern ich will mich darin üben, fünf Dinge nicht zu tun, zu vermeiden und gleichzeitig das Gegenteil davon zu üben. Die erste Tugendregel sagt, ich will mich darin üben, keine Lebewesen zu töten. Das Töten von Lebewesen ist auf Hass basiert, auch wenn es nur der Hass zu einem Moskito ist oder einer Fliege, die in der Milch schwimmt. Es ist auf Hass basiert, sodass das Gegenteil zu üben natürlich bedeutet, die bedingungslose
die unpersönliche Liebe, die Liebe, von der wir gesprochen haben, die sich weit ausbreiten kann, so mehr wir das üben. Die zweite Tugendregel sagt, ich will mich darin üben, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Das bedeutet etwas mehr als stehlen. Es bedeutet zum Beispiel, dass wir niemals das Eigentum von anderen schlechter behandeln als unser eigenes. Es bedeutet auch etwas, was immer wieder mir seltsam erscheint, dass man das erwähnen muss, dass man seine Rechnung bezahlt. Gleich. Wenn einer einem eine Rechnung schickt, dann hat er einem ja wohl was nicht geschenkt. Dann nimmt man es nicht, dann bezahlt man. Also auch so eine Seltsamkeit. Es bedeutet, dass wir selbst in den kleinsten Dingen aufpassen, ob es uns gehört oder einem anderen. In den allerkleinsten Dingen ganz vorsichtig sein. Was ist das Gegenteil davon? Natürlich die Freigebigkeit, Großzügigkeit, das Verschenken wollen. Das kann man üben und das sollte man üben. Und die Freigebigkeit und die Großzügigkeit sind beim Buddha an erster Stelle der 10 Tugenden. Heißt auf Pali Dana, D-A-N-A. Das bedeutet nicht, dass die anderen Tugenden nicht wichtig sind. Aber es bedeutet, dass durch die Freigebigkeit wir den Zutritt bekommen zu den anderen. Denn wenn wir an andere denken, dann denken wir nicht an uns zur gleichen Zeit. Sodass wir unsere Ich-Bezogenheit etwas zur Seite gerückt haben. So rutscht natürlich wieder in die Mitte, das ist klar. Aber je öfter wir Gebefreudigkeit und Großzügigkeit üben, desto öfter verschieben wir diese Selbstbezogenheit. So ist es eine ganz wichtige Praxispfad des Gebens. Dazu hat der Buddha noch gesagt, dass die Reinheit des Empfängers die Gabe läutert. Was das bedeutet, ist, dass wir uns überlegen, wo wir geben. Nicht einfach nur was geben, dann hat man gegeben, sondern möglichst dort geben, wo es bedeutsam ist. Die dritte Tugendregel ist, ich will mich darin üben, sexuellen Missbrauch zu vermeiden. Sexueller Missbrauch ist jemand anders körperlich oder emotionell wehtun. Das heißt also, auf jeder Ebene, vor allen Dingen auf der emotionellen, es bedeutet Treue, Verantwortungsbewusstsein, sich den Menschen, auch den nicht sexueller Partner sind, den Menschen, denen man zu tun hat, nicht nur dann widmen, wenn es einem verpasst, sondern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in sich entwickelt und weiß, dass der andere auch das sehr hoch schätzt. Wenn wir selbst verantwortungsbewusst sind in unseren Beziehungen, und da meine ich alle Beziehungen, dann handelt man verantwortungsbewusst uns gegenüber, unserer Umwelt als Spiegel. Der Buddha hat natürlich auch den sexuellen Partner damit gemeint, weil er genau gewusst hat, pragmatisch und realistisch, was für unendliche Tragödien immer passieren, wenn das nicht der Fall ist. Aber es sind auch die Menschen mit einbezogen, mit denen wir sonst zu tun haben. Die vierte Tugendregel
Ich will mich darin üben, Lügen, grobe Worte und Schwatzen zu vermeiden. Dazu gehört auch, nicht übertreiben, nicht untertreiben, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, schlecht über sie hinter ihrem Rücken zu sprechen. All das gehört dazu. Das Gegenteil davon ist natürlich die erhebende, aufbauende Rede. Die Rede, die vielleicht Dinge erklärt, die man vorher noch nicht gewusst hat. So zu sprechen, dass Wahrheit aus einem wirklich herauskommt. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, was ich schon oft erwähnt habe, noch einmal erwähnen möchte, für diejenigen, die es eventuell noch nicht gehört haben, und die anderen, die es schon gehört haben, die haben Geduld. Unsere Worte sind 7% der Kommunikation. Das hat man statistisch festgestellt bei Kommunikationsgruppen und Kommunikationstherapien. Ist auch interessant, dass wir erst lernen müssen, uns zu kommunizieren miteinander. 7% sind die Worte. Da kann man noch so schöne Worte machen. Wenn es nicht stimmt im Herzen, glaubt sowieso keiner. Daher, Wahrheit kommt aus dem Herzen und nicht aus den Worten. Die anderen 93% übrigens, Körpersprache, Gesichtsausdruck, der Ton der Stimme und vor allen Dingen das Gefühl, was dahinter steht. Was auch der Grund ist, warum Menschen erleuchtet wurden, wenn sie eine Lehrrede vom Buddha gehört haben. Die Worte haben wir auch. Die sind überliefert. Es sind nicht die Worte. Wahrheit aus dem Herzen. Und dazu möchte ich noch sagen, dass wir hier im Westen die Angewohnheit haben, überall von Kopf zu Kopf zu reden. Was ich weiß, was der andere weiß, was ich besser weiß, was ich mehr weiß und so weiter. Eine Art der Unterhaltung, die niemals wirklich erfüllend und erfreuend ist, sondern nichts anderes wie ein Zeitvertreib. Die Art Unterhaltung, die wirklich erfüllend ist, ist die Unterhaltung von Herz zu Herz. Was empfinde ich? Was fühle ich bei dieser Gelegenheit, was immer es sei? Wie gehe ich damit um? Das ist eine Unterhaltung, mit der jeder beglückt ist. Das ist die Unterhaltung, die Freunde miteinander haben, weil sie wahrheitsgetreu zueinander sind. Ein wahrer Freund, ein nobler Freund, kann nur einer sein, der total wahrheitsgetreu aus dem Herzen zu einem spricht und man selbst auch wahrheitsgetreu aus dem Herzen zu dem anderen spricht. Und diese Art der Kommunikation ist nötig im Dhamma. Wenn man nicht ran kann an was man fühlt und nicht weiß, ob man ersetzt und nicht weiß, was überhaupt in einem vorgeht, kann man nicht aus dem Herzen sprechen, kann man nicht ans Dhamma ran. Also Dhamma kann nicht im Geist verankert sein. Das ist die Information, die wir brauchen. Die ist auch sehr hilfreich. Brauchen wir auch. Aber das Verankern findet im Herzen statt. So dass das eine, diese Tugendregel, die vierte, diejenige ist, die am meisten gebrochen wird. Bei beinahe jedem. Wenn man die Tugendregeln auf sich genommen hat und man weiß, man hat eine gebrochen, braucht man nichts anderes tun, als sich auf sein Meditationskissen setzen, diese Tugendregeln noch einmal vor sich herzusagen und den Entschluss zu fassen, sie in Zukunft einzuhalten. Und wenn man sie wieder gebrochen hat, wieder dasselbe machen. Weiter ist nichts nötig. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Und die fünfte sagt, ich will mich daran üben, Alkohol und Drogen zu vermeiden, weil die machen den Geist noch mehr konfus, als er schon ist.
Das Gegenteil davon ist die Achtsamkeit. Und da wird dann öfter mal gefragt, sogar ein bisschen Alkohol? Der Buddha hat nicht von ein bisschen gesprochen, der hat davon gesprochen, Alkohol und Drogen zu vermeiden, die den Geist verwirren können. Damit muss jeder selbst fertig werden, was er davon hält. Und die Achtsamkeit, die wir ja eingehend besprochen haben und die wir üben müssen in der Meditation, denn sonst gibt es keine Meditation, ist das Gegenmittel gegen den wirren Geist, das wirklich Wissen, was da drin vorgeht. Es ist eine ganz klarer Übungsweg, der Hass und Gier in uns vermindern soll. Dafür ist es gedacht. Und nicht nur das, es hilft einem auch, bei der Wissensklarheit mal zu unterscheiden. Man sich überlegt, hätte der Buddha das gemacht, ist es innerhalb der 5 Tugendregeln? Oder steht das außerhalb von den 5 Tugendregeln? Wenn es außerhalb von den 5 Tugendregeln steht, auf keinen Fall anrühren. Kann nicht richtig sein. Muss man gar nicht nachdenken. Da muss man aber die Tugendregeln so weit reichend machen, dass sie alles mit einschließen, was in unserem Lebensbereich vorkommt. Und nicht nur die gröbsten Dinge, wie zum Beispiel beim Stehlen, ein Bankraub. Na, haben wir ja wohl nicht vor, ne? Oder auf dem Bahnhof jemand anders einen Koffer wegzunehmen. Ich meine, auf die Idee kommen wir ja gar nicht. Es sind viel subtilere Dinge, die wir da in Betracht ziehen müssen. Diese subtilen Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen, kann man vielleicht auch auf einen Nenner bringen. Und zwar, tue ich irgendjemand weh damit? Oder kann ich jemandem damit helfen? Und das wäre vielleicht der gemeinsame Nenner, auf dem wir diese 5 Tugendregeln betrachten können. Sie sind der Übungsweg, um Hass und Gier zu verringern und um uns eine ganz klare und deutliche Andeutung und Anweisung zu geben, wo es nicht lang geht. Und gerade das ist bei dieser Untersuchung der 4 Wissensklarheiten eine große Hilfe. Wir wollen aufstehen und uns die Beine strecken. Und Tugendregeln nehmen ist vollkommen freiwillig. Nur wer es gern machen möchte. Ich werde erklären, wie wir das tun. Die traditionelle Handhaltung ist das, was Anjali genannt wird. Man hält die Hände so zusammen vor dem spirituellen Herzen, während wir es die Zuflucht und die Tugendregeln nehmen. Es bedeutet, es kommt mir von Herzen. Es ist auch eine Art der Begrüßung in den vielen asiatischen Ländern. Wir schütteln die Hand, was daher kommt, dass wir zeigen wollen, dass wir keine Waffe in der rechten Hand haben, was ja auch okay ist. Aber in Asien ist es kommt mir von Herzen. Also wenn wir diese Tugendregeln und Zuflucht nehmen, dann halten wir die Hände in der Art. Ich werde sie erst auf Pali rezitieren, so wie es traditionell üblich ist, und dann auf Deutsch übersetzen. Und dann werde sie, wenn ihr wollt, auf Deutsch wiederholen. Es ist wirklich wichtig, dass man das in seiner Muttersprache sagt, damit man weiß, was man da eigentlich sagt. Es ist für uns gerade, wo wir doch verstandes- und vernunftmäßig interessiert sind, von äußerster Wichtigkeit.
Die Kerzen auf dem Altar sind ein Symbol für die Erleuchtung. Sie sind nicht gedacht nur als Verzierung, sie sind ein Symbol für die Erleuchtung. Und die Blumen auf dem Altar sind auch nicht nur eine Verzierung, sie sind ein Symbol für die Vergänglichkeit. Haben sich zwar recht gut gehalten, aber sind doch nicht mehr ganz frisch. Wir haben uns ja auch ganz gut gehalten, aber ganz frisch sind wir auch nicht mehr. Und die Buddha-Statue, die wir auf dem Altar haben, ist nichts anderes wie eine Möglichkeit, sich zu erinnern. Zu erinnern, was wir eigentlich machen wollten. Denn der Buddha sitzt hier in der Meditationshaltung. Und daher ist es auch für viele eine Hilfe, wenn sie sich so einen Buddha in ihre Meditationsecke stellen, um sich zu erinnern, was sie eigentlich machen wollten. Die Zuflucht liegt in dem Erleuchtungsprinzip, was jeder in sich trägt, und nicht in dem historischen Buddha und auch nicht in irgendeiner Statue.